Er ist wieder zu Hause in Gotha, der heilige Gregor von Nanzias. Die Ölskizze von Peter Paul Rubens gehörte ab 1802 zur herzoglichen Sammlung. Um sie im Zweiten Weltkrieg zu schützen, wurden die insgesamt 5 Werke nach Coburg geschafft. Von dort kehrten sie allerdings nicht zurück. Denn sie wurden unrechtmäßig verkauft. So landete der heilige Gregor irgendwann in den USA und damit begann das Verhandlungsdilemma. Also die Verhandlung war eben das Zusammenbringen der beiden Positionen, weil jedes der Museen fand, das ist unser Bild. In Gotha war es abhandengekommen, gestohlen worden. In Buffalo hat man es gutgläubig erworben und beide Parteien dachten, das ist unseres. Und die einen wollten es wiederhaben, die anderen wollten es verkaufen. Auf dem freien Markt wäre es für die Friedenstein-Stiftung unbezahlbar gewesen. 2,5 Jahre hat sie zusammen mit der Ernst von Siemens Kunststiftung, dem Buffalo Museum und dem Auktionshaus Christie's verhandelt. Dabei stand für alle fest, der Rubens gehört nach Gotha und nicht in Privathände. Ein Privatmann, der hätte vielleicht seinen ersten Rubens an der Wand, aber hier ist der Rubens ein Teil einer 5-teiligen Serie. Wir können als Besucher ganz was anderes lernen und erleben, wie Rubens für die Antwerpener Jesuitenkirche geplant hat. Wir sind einfach absolut glücklich, dass er wieder da ist, weil es ist eine der großen kunsthistorischen Perlen aus der Sammlung, die noch mal deutlich macht, dass diese Sammlung um 1900 auf einem internationalen Niveau war, dass man genauso gut gesammelt hat wie in Wien oder wie in Paris. Und das wird eben mit dem Rückkehr hier auch deutlich. Und bringt weltweite Beachtung. Denn die Serie ist gleich doppelt besonders. Die daraus entstandenen Deckenmalereien wurden durch einen Brand zerstört und die Skizzen malte Rubens ausnahmsweise ganz allein. Wir wissen ja, dass Rubens eine enorm große, produktive Werkstatt hatte, mit vielen anderen zusammengearbeitet hat. Und wenn man nun vor einem Original Rubens steht, weiß man, dass er vielleicht nur Teile gemalt hat und andere eben seinen Mitarbeitern überlassen hat. Und hier bei diesen Ölskizzen kommt man ja malweise von Rubens ganz besonders nah, weil die Jesuiten, die Auftraggeber für diese Skizzen, eben vertraglich festgelegt haben, dass diese von Rubens selbst auszuführen seien. Noch ist die Serie nicht komplett in Gotha. Eine Ölskizze muss noch gefunden werden, die 4. kehrt aber vielleicht bald aus der Schweiz zurück.